Das Aufstiegswunder von Darmstadt ist ganz eng mit seinem Namen verbunden. Er ist der Vater des Erfolgs. Dirk Schuster ist der Mann des Jahres. Als die Partie gegen den FC St. Pauli am 24. Mai 2015 abgepfiffen wird, ist eine der größten Sensationen in der Bundesliga-Geschichte perfekt. Der SV Darmstadt 98 steigt in die höchste deutsche Spielklasse auf. Der Moment, wo so alles von einem abgefallen ist. Der Schiedsrichter pfeift ab, wir haben den Ball links vorne in der gegnerischen Hälfte und der führt die Pfeife zum Mund. Und es war, glaube ich, die 93. Spielminute. Und dann so eine riesengroße Erleichterung, aber auch eine sensationell große Freude. Und man will einfach nur alle umarmen. Man ist in dem Moment total glücklich, weiß, dass man Großes erreicht hat und will natürlich diesen Moment auch festhalten, will den Moment dann auch genießen. Ja, und sich dann einfach auch mal laufen lassen. Und ich glaube, das haben wir auch ganz gut hingebracht in den nächsten 2-3 Tagen. Laufen lassen. Ja, alles laufen lassen. Ich glaube, ist das richtige Wort. Dass es dazu kommen konnte, ist eine selten gesehene Erfolgsgeschichte. 2013 war Darmstadt eigentlich aus der dritten Liga abgestiegen. Nur der Lizenzentzug der Kickers Offenbach verhinderte den Absturz. Im Jahr darauf, 2014, der Aufstieg in die zweite Liga. Damals nach einer Nervenschlacht in der Relegation gegen Arminia Bielefeld. Erst in der 123. Minute des Rückspiels machte Schusters Team das entscheidende Tor, gewann nach der 1:3 Heimniederlage im Hinspiel in Bielefeld mit 4:2. Ja, ich glaube, dass Bielefeld noch ein Tick emotionaler war, weil da wir schon abgeschrieben waren und keiner mehr damit gerechnet hat und auswärts dann noch das Ding so umzudrehen, wo ja auch heute noch viele Leute einen ansprechen und sagen, das war das geilste Spiel, was ich je im Fernsehen gesehen habe oder was ich je irgendwo miterleben durfte. Währenddessen die Vorzeichen ja bei St. Pauli schon darauf hingehend standen, wenn wir das Spiel gewinnen, steigen wir auf. Und während die Bundesliga sich über den kleinen Neuling aus Paderborn freute, formte Dirk Schuster einen noch viel kleineren Erstligisten. Fast wie im Film. Ja, ist ja wie ein Märchen fast. Also ich würde es dann eher in die Richtung schieben und nicht in irgendeinen Kitschfilm, sondern ich denke eher, dass es eine Geschichte ist, die es sehr selten gibt, die schwierig zu wiederholen ist und wo wir alle mächtig drauf stolz sind, das erreicht zu haben. Seitdem wird am Böllenfalltor Bundesliga gespielt, gegen die Großen der Branche. Bayern und Dortmund statt Erfurt und Burghausen. Doch wer dachte, Dirk Schuster und sein Team sind Kanonenfutter, der muss sich eines Besseren belehren lassen. Hey. Die bewegen ja doch was. Das wird kein Tasmania Berlin wie vor Jahren, sondern die spielen zwar ihre Art besonderen Fußball, außergewöhnlichen Fußball, aber der kann durchaus erfolgreich sein und der kann auch anderen wehtun. Und dieser Ansatz funktioniert. Der SV Darmstadt ist kein One-Hit-Wonder, der Erfolg eine Konstante. Trotz des Umbruchs im Sommer, als der Verein Leistungsträger an die zahlungskräftigere Konkurrenz ziehen lassen musste und gezwungen war nachzulegen, um nicht das gleiche Schicksal zu erleiden wie Paderborn, Fürth oder Braunschweig in den Jahren zuvor. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir müssen jetzt Erfahrung dazu kaufen. Wir müssen auch diese Mentalität dazu holen, die man in der ersten Liga halt braucht. Das bisschen so das Abgezockte, ja, die Routine, die man hat, in verschiedenen Situationen, auch mal mit 25.000 in Dortmund hinterm eigenen Tor, die dann vielleicht Alarm machen, umgehen können, wo sich die anderen auch mal festhalten können. Wenn man dann mit einer Drittligamannschaft, wir haben ja immer noch 10, 12 Spieler aus der Drittligamannschaft bei uns im Kader, dann dahin fährt, da kann es ja durchaus mal passieren, dass dem einen oder anderen ein bisschen die Knie schlottern. Und dann brauchen wir irgendjemand in der Mannschaft, wo man sagt, hey, komm, Arschgeleck, weiter geht's. Schon vor seiner Zeit in Darmstadt war Dirk Schuster kein ganz Unbekannter. Von 1991 bis 97 spielte er in Karlsruhe, war Teil des Teams, das den FC Valencia mit 7:0 besiegte und für das Wunder vom Wildpark sorgte. Zudem ist Schuster einer der wenigen Spieler, die sowohl für die DDR als auch für die gesamtdeutsche Nationalmannschaft auf dem Feld standen. Und der Fußball liegt ihm in den Genen, mitgegeben von Vater Eberhard, der in den 60er Jahren U21-Nationalspieler der DDR war. Er hat mich halt dann auch, würde ich sagen, dahin geschoben, aber er hat dann mir zumindest bei den ersten Schritten geholfen, wo ich angefangen habe, dann Fußball zu spielen. Hat mich zum Verein gebracht, hat dann gesagt, ja, mach aber das, woran du Spaß hast. Wenn das nichts für dich ist, lass es sein, geh woanders. Geh zum Eiskunstlauf oder was weiß ich, oder zum Watteball weitpusten. Doch Schuster blieb beim Fußball und sein Anspruch wuchs mit den Erfolgen und der Zeit. Jetzt hat es ihn als Trainer in die höchste deutsche Spielklasse geführt. Einmal hat natürlich Ziele. Als Spieler wollte ich irgendwann mal in der ersten Bundesliga sein.
ja, damals. Und das habe ich erreicht. Habe mir auch vorgenommen, wenn es irgendwie geht, mal nicht nur das DDR-Emblem von der Nationalmannschaft, sondern es irgendwie geht, wenn es irgendwie machbar ist, mal den Adler auf der Brust zu tragen. Habe ich erreicht. Und so ist man natürlich dann auch als Trainer, dass man sagt, fängt in der vierten Liga an, irgendwann sollte es auch mal weiter hochgehen. Dass das natürlich jetzt mit Darmstadt so schnell ging, da hat keiner dran gedacht. Damit hat auch keiner gerechnet, aber ich wollte in die erste Bundesliga. Dort ist er angekommen und sein Verein spielt bis dato eine gute Saison. Dirk Schuster, der Mann des Jahres 2015.